meine These ist, dass eben, dass wir leider Gottes die sehr viele sehr schlüssige Befunde haben, dass sich junge Menschen in unserer Gesellschaft überfordert fühlen und dass viele irgendwie auch diese Zuspitzungen, die es in der Gesellschaft permanent gibt, also eher skeptisch betrachten. Also vor allem, und das ist jetzt wieder das Thema auch für den Politiker hier unter uns, es gibt eine relativ große Distanzierung von der Politik. Also das ist, da muss man den Deutschen noch gratulieren, nicht? Ich als Österreicher, der 22 Jahre schon da lebt, da ist es nicht so schlimm wie in Österreich. Also in Deutschland haben wir immerhin 50%, die zum Beispiel noch der Politik, der etablierten Politik vertrauen. In Österreich ist das nur mehr ein Drittel. Wir haben, weil wir zuerst das kurze Geplänkel wegen den sozialen Unterschichten gehabt haben, was wir sehen in unseren Studien, und das betrifft auch vor allem die Jugend, dass sich die Jugend aus dem unteren Gesellschaftsdrittel, ja aus der unteren Hälfte der Gesellschaft, immer mehr von der Politik zurückziehen und das Angebot nicht wahrnehmen, an der Politik teilzunehmen. Das heißt, sie wählen nicht. Das heißt, wir haben eine Kultur, wir gehen einer Kultur entgegen, wo die Bildungsnahen und die sozial Privilegierten ihre Politik wählen und die Unteren sich immer mehr davon zurückziehen, was ich für höchst problematisch halte, weil wir dann, und das wird jetzt die Frage der nächsten Zeit sein, sehen werden, ob diese Leute noch stillhalten werden, wenn die Probleme, die jetzt auf sie zukommen, nicht, und das ist vor allem Inflation und Teuerung, wenn die drückend werden. Weil wenn die in ein politisches System integriert werden und das Gefühl haben, da mitgestalten zu können, wäre das nicht so problematisch. Wenn sie aber neben dem System stehen, dann kann das durchaus zu vorübergehend anomischen Zuständen führen, und davor würde ich warnen. Die Jugend glaubt ja nicht mehr an die Politik, sondern auch der Journalismus hat es sehr schwer bei der Jugend, die Medien. Auch da ist ein großer Einbruch im Vertrauen. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz? Also Sie haben ja jetzt hier mit Herrn Innerbeck einen FDP-Politiker sitzen. Wo sehen Sie den Lösungsansatz, die Jugend zurückzugewinnen, der Jugend Hoffnung zu geben? Da muss ich Ihnen recht geben. Das ist bei den Medien und bei den Journalisten ist wirklich das Problem, dass es offensichtlich ist, und ich sage das jetzt einmal so und hänge mich dabei aus dem Fenster raus, dass das wirklich eine Veranstaltung von einer sehr engen Bevölkerungsgruppe ist. Und wenn man jetzt, Sie haben gesagt, Sie hören immer den Radiosender, den Deutschlandfunk, und ich fahre auch, wenn ich ja, mal acht Stunden mit dem Auto fahre, komme ich am Ende an und habe gesagt, ich habe eine Gehirnwäsche hinter mir. Und ich glaube, das ist die Problematik. Das ganze System ist, dieses ganze Mediensystem ist zu abgehoben und repräsentiert die Interessen dieser Leute da unten nicht mehr. Und da würde ich mir wirklich schnell was überlegen, weil da kann es durchaus zu Problemen und Verwerfungen kommen. Herr Innerbeck, hören Sie gerne den Deutschlandfunk? Selten, weil ich komme gar nicht dazu, richtig Radio zu hören. Also ich lasse immer Presse lesen und lese auch die Presse, die ich ausgewählt habe. Sehr gut, und das ist dann teilweise auch ein Problem. Und ich finde auch, in der Tat ist es so, diese schnelle Medienwelt, diese wirklich enorm schnelle Medienwelt, wir können uns auch immer nur medienmäßig auf eine Sache konzentrieren. Früher hat man das immer, als ich aufgewachsen bin, hatten wir immer 3-4 Sachen, die nebeneinander diskutiert worden sind. Wir können das immer nur noch mit einer machen, weil das alles so stört. Da müssen wir auch alles wissen. Da müssen wir auch das Letzte noch unter dem letzten Stein vorholen und auch die letzte Ausnahmesituation sozusagen rauskitzeln. Und ich glaube, das irritiert auch Jugendliche. Jugendliche verstehen dann diese einfachen Headlines, die einfach auch polarisierend sind zum Teil, die verstehen die denn, die können sie nicht so richtig nachvollziehen und nachgreifen, weil sie wissen das komplex. Und ich will eins sagen, aus meiner Erfahrung als Abgeordneter, ich habe ja sehr viele Besuchergruppen auch gerade Schülergruppen. Wenn man so ein Kontingent für 250 Schüler in den Deutschen Bundestag zu holen, mit denen zu sprechen und so weiter. Und ich besuche auch sehr viele Schulen in meinem Wahlkreis. Und das sind immer die schönsten Veranstaltungen, weil sie auf einmal merken, die Jugendlichen sind gar nicht unpolitisch, aber sie haben einfach keine Lust mehr auf diesen Konsum, den wir hier einfach an Medien zum großen Teil haben. Und wenn ich mit denen rede, sind das erfrischende Diskussionen. Und die sind auch unglaublich wissbegierig. Und ich würde auf keinen Fall sagen, dass die Jugend nicht mehr so politisch ist. Und ich habe gerade auch aus einem Wahlkreis, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Da gibt es ja nun auch die eine oder andere Problemschule. Ich habe auch eine Hauptschule bei mir mal gehabt. Und das war eine der wunderbarsten Gespräche, die ich geführt habe mit Jugendlichen. Frau Bohnschweiger, ist das so schön, Migration hier gesagt, mit den Lehrern, mit Schulen?
Ja, ja. Aber okay. Muss man. Ist es so schön, wie hier gesagt wird, die Schulen, die Lehrer, wenn die Schulen da sitzen, die Klassen? Ich muss zum Beispiel sagen, ich lerne, das geht jetzt an euch vier alle, an Sie am wenigsten, aber an euch drei geht es. Ich lerne allen Klassen ab der fünften, man lässt die Leute ausreden, man unterbricht niemanden. Aber okay, gut. Vielleicht darf ich jetzt mal, ohne unterbrochen zu werden, also. Ich habe in der Schule gelernt, kurz und bündig, nicht zu lange Monologe. Ja, kurz und knapp und prägnant. Doch, das sage ich auch bei Aufsätzen. Das stimmt schon. Und man kann dann zum Punkt kommen, was ich ja auch tue, andere vielleicht jetzt hier eher weniger. Aber gut, okay, nur mal en passant. Sie führen mich ja immer in die Exkurse rein. Okay, auf jeden Fall. Doch, ist es. Also ich liebe das auch, mit den Schülern zu diskutieren. Ich habe ja Deutsch, Englisch. Also insofern, da bin ich sowieso ständig am Diskutieren. Und das macht mega viel Spaß, natürlich. Und die Schüler lassen Sie auch ausreden, da bin ich mir ganz sicher. Weil sonst wird's ich lasse auch die Ärger Schüler ausreden. Von Frau Herr Gaffroy, ich möchte jetzt nicht Ihre beeindruckende journalistische Laufbahn hier aufzählen, sonst brauche ich auch noch länger, als die Sendung ist. Aber Sie als Experte zu bezeichnen, ich glaube, das ist im Journalismus nicht übertrieben. Wie hat sich denn die Medienwelt verändert? Wir haben hier gerade gehört, es gab früher drei Themen, jetzt nur noch ein Thema. Wie nehmen Sie es denn wahr? Sind die Medien schlechter geworden? Das ist eine Entwicklung, die seit vielen Jahren stattfindet. Das heißt, die Tendenz zum Häppchenjournalismus. Es wird also in kurzer Zeit werden unvollständig Informationen in überhitzter Weise über die Menschen hereingegossen. Viele Jugendliche, und ich habe Volontäre ausgebildet, viele Jahre, und konnte von Jahr zu Jahr feststellen, wie sich das Niveau verschlechtert. Das Denken in Kausalitäten lässt enorm nach, auch die Sprachfähigkeit. Das heißt also, den Genuss der Sprache auszuschöpfen und Sachverhalte umfassend darzustellen, ist nahezu mittlerweile auf einen rudimentären Stand zurückgefallen. 20% aller Grundschüler in der Bundesrepublik sind nicht in der Lage, gewisse Satzstellungen zu bilden, Sätze mit Infinitiv, mit Zu- und Haupt- und Nebensatz zu unterscheiden. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Rückentwicklung in Zeiten des Mittelalters. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage. Es gibt in Berlin mittlerweile Kurse, Telefonate zu lernen, um frei zu sprechen und nicht mehr nur Tipp, 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 Tipp zu machen, sondern mal einen wirklich Satz voll zu artikulieren und die Gegenantwort abzuwarten. Ist das auch das Problem des Journalismus? Das ist auch ein Problem des Journalismus, und er lebt es ja vor. Entschuldigen Sie, ich kenne jeder Sitzung, die ich, Gott sei Dank muss ich keine mehr führen, aber dass die Leute sitzen und selbst da dauernd wird unterbrochen. Es besteht nicht die Fähigkeit, mehr als 6, 7 Sätze überhaupt anzuhören. Wie wollen Sie denn dann zu einem abgewogenen Meinungsbild kommen? Halte ich für ausgeschlossen. Es gibt Schüler, die gar nicht mehr ein klassisches Buch lesen, von einem Klassiker, Egmont oder so, nicht? Oder Fontane, die begreifen das semantisch gar nicht mehr. Nämlich kein Vorwurf, den ich denen mache, die sagen, was soll der Quatsch? Warum soll ich diesen Schlüsselsatz lesen? Das halte ich für eine Katastrophe. Ich habe jetzt drei Söhne und auch einen Enkel bereits, bin sehr glücklich mit meinen Kindern, davon abgesehen. Ich habe denen jetzt ein Buch gestellt von Ferdinand von Schirach. Das heißt, ich will keine Werbung machen, aber das heißt Zigaretten und Kaffee. Ja. Das sind so kleine Aphorismen und nicht länger als 2 Seiten. Und da habe ich gesagt, guckt euch das mal an, was Sprache vermag auf einer Seite. Mehr als ein Gemälde, mehr als 3 Stunden Tatort, das ist sowieso zum Kotzen. Aber verstehen Sie, was ich meine? Das ist, wir vergessen die Erziehung der Gefühle, die Erziehung des Umgangs mit Sprache und Information. Hören Sie mal, er muss mehr gelesen werden. Ich finde, Sie sagen viele richtige Sachen. Also Sie haben das, ich finde auch, dass das richtig war mit dem gewalthaltigen, migrantischen Milieu. Es gibt einige, wo das ist. Und das, finde ich, ist auch richtig. Also das Problem, das wir jetzt haben, ist Punkt 1. Das Bild erschlägt die Sprache. Ja. Also das haben wir, das logische Instrument der Sprache, die argumentiert, die wird eigentlich durch das Bild weggewischt, und die Sprache steht nicht beim Vordergrund, dass das Bilder ansieht. Und das Zweite ist, dass diese nervöse Gesellschaft, in der wir leben, dazu führt, dass die jungen Menschen die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit verlieren. Also das heißt Deep Attention, Sie haben das angeführt, ist das Fachvokabular dafür. Das ist wirklich, also den Mann ohne Eigenschaften zu lesen oder so. Nun gehört das Schlusswort heute mit der Aufmerksamkeit.